Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind jetzt gerade noch im Hotelzimmer, haben uns jetzt gerade fertig gemacht. Ich habe jetzt hier das neue T-Shirt von CHIO heute an. Und wir gehen jetzt runter und werden jetzt erstmal richtig schön fett frühstücken. Wir sind jetzt angekommen. Ich hole mein Laptop jetzt noch eben schnell. Mir wurde nämlich erzählt, dass das Internet im Pressezelt ganz gut sein soll. Und bevor das Video erst gefühlt eine Woche später online kommt oder die Videos, mache ich das jetzt schnell, damit die ganzen Videos online sind, bevor dieses hier online kommt. Deswegen sputen wir uns jetzt und dann haben wir nachher noch eine Parcoursbesichtigung. Da freue ich mich schon riesig drauf. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, never look back, never look back. Meine Lieben, ich habe die Möglichkeit bekommen, jetzt mit anderen Bloggern auf den Springplatz zu gehen und den Parcours mit abzugehen. Und da wollte ich euch jetzt mitnehmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir fahren jetzt, wie lange fahren wir insgesamt? 5-6 Stunden. So Leute, ich bin jetzt nun im schönen Hamburg wieder angekommen und wieder daheim. Wir sind 6 Stunden, glaube ich, ungefähr gefahren mit Pause und Stau.
aber trotzdem sind wir relativ gut durchgekommen und ich bin so müde, obwohl ich die ganze Zeit gefühlt gepennt habe, aber naja. Und ja, das war es jetzt auch eigentlich schon mit dem Video. Ich werde jetzt gleich nochmal einen kleinen Haul drehen mit den Sachen hier. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, dieses kleine Follow Me Weekend hat euch gefallen und es war so unglaublich schön. Also es ist echt so ein unvergessliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal.